Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 News Video. Denn gestern wurde im Frontier Forum ein neuer Forenbeitrag gepostet und dieser ist ein Entwicklerjournal gewesen. Das heißt, da wurden einige der Entwickler interviewt, die halt an dem Dominion Biosyn Erweiterungspaket gearbeitet haben. Und das Hauptthema von diesem Interview war es halt, wie die neuen gefiederten Dinosaurier zum Leben erweckt werden. Und ja, das überfliegen wir relativ schnell. Aber es gibt auch noch ein bisschen Video und Material von neuen Animationen, was sehr interessant ist. Aber wir gehen jetzt einmal ganz schnell den Text durch. Beziehungsweise ich fasse einmal kurz für euch zusammen, was hier so drin steht. Also ihr seht schon, das ist so in Interviewform geschrieben. Aber größtenteils haben sie halt so ein bisschen berichtet, dass sie andere Tiere als Referenzen genommen haben und beobachtet haben, um dann halt die Verhaltensweisen und die Bewegung von dem Federkleid und dem Fell, was ja der neue Pyroraptor zum Beispiel hat, ja, halt bestmöglich nachzuempfinden, damit es auch möglichst lebendig wirkt. Ist jetzt für uns nicht so ganz so spannend. Ihr wollt natürlich Bild- und Videomaterial sehen und das werde ich euch zeigen. Das Foto kennt ihr schon. Hier könnt ihr nochmal das Federkleid bzw. Fell sehen. Das sieht ja auch echt schon richtig gut aus, muss man sagen. Aber kommen wir jetzt einfach direkt zu den neuen Animationen. Hier unten haben wir nämlich die erste neue Animation. Das ist die neue Schüttelanimation. Die soll der Pyroraptor wohl ab und zu mal machen, um sein Federkleid zu präsentieren. Aber auch wenn er zum Beispiel aus dem Wasser kommt, dann ist nämlich das Fell nass, benutzt er das Schütteln auch, um sich wieder trocken zu schütteln, wie es Hunde zum Beispiel auch machen. Kennt man ja ganz gut. Sieht optisch auf jeden Fall schon richtig cool aus, die Bewegung. Sieht echt sehr lebendig aus. Ich finde es auch besonders cool, wie er am Ende dann richtig mit den Flügeln nochmal so schlackert, als wenn er gleich losfliegen möchte. Und weiter unten gibt es auch noch eine weitere Animation. Nämlich ist das hier die neue Putzanimation von dem Pyroraptor. Die macht er dann auch gelegentlich, um halt sein Fell ein wenig zu reinigen. Solche Animationen, die zwischendrin machen, die Dinosaurier, finde ich sowieso mal richtig cool, weil die halt die Dinosaurier viel lebendiger machen. Außerdem ist für uns auch noch interessant, dass auch noch Schnee, Staub und Wassereffekte auf dem Fell und auf den Federn zu sehen sein sollen oder um die Federn herum, wenn die halt in den dementsprechenden Biom oder ja, Gebieten halt gerade rumlaufen. Das soll das Ganze noch lebendiger wirken lassen. Das werden wir bestimmt dann auch noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen können in den nächsten Tagen. Und ansonsten wurde hier noch mal ein Pterycinosaurus-Bild gezeigt. Ja, und halt gesagt, dass das Ganze am 14. Juni rauskommt. Das Jurassic World Evolution 2 Dominion Biosyn Expansion Pack. Ich verlinke das Ganze für euch unten in der Videobeschreibung. Ich weiß, war jetzt ein kürzeres Video, aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Es waren ja zwei ganz nette neue Animationen. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren drücken. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.